Hallo zusammen, liebe Cuxhaven-Fotografiert-Fans. Heute geht es um dieses schicke Teil hier. Und zwar ist das das 70 bis 300 mm Telezoom-Objektiv von Sigma. Ich möchte es mal gerne zeigen. Man hat hier einmal den AF für Autofokus, dann einmal M für manuellen Fokus, so wie bei jedem anderen Objektiv. Dann kann man auch noch einmal Makro einstellen, aber Makro würde ich eher nicht raten dafür, da kann man sich lieber einen Umkehrring holen für ein Objektiv, da machst du weitaus bessere Aufnahmen. Dann haben wir hier einmal jetzt so, das sind die 70 mm, da kann ich hier einmal drehen. Dann haben wir die 300 mm. Ich nutze das Teil mehr oder weniger, wenn ich jetzt im Watt unterwegs bin in Cuxhaven für schöne Sonnenuntergangsaufnahmen, wenn ich schön die Sonne mehr haben möchte, schön mit der Blende alles schön dunkel haben möchte, dann benutze ich dieses Objektiv halt. Oder, ja, wie ihr sehen könnt, hier an der Seite mit den Gräsern alles, also auch Sonnenuntergangsstimmung habe ich mit dem auch gemacht. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr die Anzahl von der Blende oder die Belichtung, aber dafür lohnt sich das eigentlich auch schon. Oder wenn man auch hier in Cuxhaven Schiffe fotografieren möchte an der Elbe, da kann man sich auch schön die Schiffe nah ranholen. Dafür ist das dann auch wieder gut geeignet. Wenn dir da draußen das Video gefallen hat, kannst du mich natürlich abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich würde mich riesig darüber freuen. Bis zum nächsten Mal am Cuxsamstag. Euer Marcel, Cuxhaven fotografiert. Ciao.